gut angefangen und stark nachgelassen. So könnte man die Premierensaison des EC Bad Nauheim in der DEL 2 zusammenfassen. Doch es hat gereicht. Die Roten Teufel bezwingen die Eispiraten Grimmitschau nach einer hart umkämpften Playdown-Serie und feiern somit den vorzeitigen Klassenerhalt. Und das nach einer turbulenten Saison, in der vor allem die Beurlaubung von Aufstiegstrainer Frank Carnevale für großes Aufsehen sorgte. Für ihn sprang Co-Trainer Daniel Heinritzi in die Bresche und bewahrte die Kurstädter vor dem Wiederabstieg in die Oberliga. Die Fans lernten den neuen Coach schnell als einen Mann der klaren Worte kennen. Wir waren nicht drängend genug zum Tor. Wir haben nicht hart genug in der offensiven Zone gearbeitet, um die Scheibe zu schützen. Und wir haben zwei individuelle Fehler gemacht, die zu zwei Toren geführt haben. Und unser Überzahlspiel war noch verkrampfter als unser 5-gegen-5-Spiel. Es ist ein angeschlagener Boxer, der zwei Schläge ins Gesicht bekommen hat. Und der dritte Schlag, diesen zu treffen, ist immer der schwerste. Jetzt ist die letzten 10 Tage alles, was wir uns erarbeitet haben, auf Null gestellt. Und wir haben am Dienstag ein Spiel 7 zu Hause mit den Fans im Rücken. Kommt es zum Showdown, da wird es entscheiden, wer mehr Kampfgeist an den Tag legt, wer mehr Zweikämpfe gewinnt. Die Mannschaft ließ den Worten des Trainers Taten folgen und zeigte auf dem Eis eine kämpferisch starke Leistung. 7 lange Spiele, in denen das ein oder andere Mal die Fäuste flogen. Doch das gehört zum Eishockey einfach dazu. Das Abstiegskampf, es geht um viel für den Verein, auch für den Verein Grimmitschau. Und da wird natürlich dann auch bis aufs Blut alles gegeben. Alles gegeben haben sie. Und auch wenn die Eispiraten sich als ein sehr hartnäckiger Gegner erwiesen haben, so setzten sich die Roten Teufel in Spiel 7 am Ende verdient mit 3:2 durch und spielen somit auch nächste Saison in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Mit von der Partie sind dann auch die Löwen Frankfurt, die durch die Oberliga regelrecht durchmarschiert sind. Heiße Derbys sind also schon mal vorprogrammiert.